Gleich mal mixen, ne? Da ist er. Jesus Christ! Aua! Die Steuerung war wieder richtig Porno. Muss ich tatsächlich erstmal gucken, was wir überhaupt machen müssen. Aber wir haben den Kreuzschlüssel, das heißt, wir können jetzt holen. Das Herz, da kann nur Claire rein, genau. Herz ist von der anderen Seite verschlossen. Braucht er den Wagenheber? Ohne den Wagenheber geht doch gar nichts. Aktenraum, da kriegen wir den Wagenheber. Beobachtungsraum, da kriegen wir die Schatulle, nicht wahr? Tja, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir machen zuerst die Schatulle. Meinst du, ich kann da noch lang? Na sichi. Füße heben beim Laufen. Mal dieser Stampfen. Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Oder? Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Also, warte mal, hier ist schon alles kaputt, richtig? Das heißt, Lea war schon hier. Richtig? Ach, deswegen gehen wir davon aus, dass Claire A und Leon B das Richtige ist. So wie es eigentlich gespielt werden müsste. Glaub ja, ne? Claire A, Leon B ist, glaube ich, das Richtige. Also die richtige Reihenfolge. So, kommt er durch die Wand? Was meinst du? Manchmal hat er richtig Bock, hier durch die Wand zu kommen. Okay, diesmal nicht. Mal durch die Haupthalle. Pack ein bisschen Wasser in die Truhe, weil ich brauche nämlich Platz. Können wir dann schon mal die Schatulle öffnen? In der Schatulle war doch bestimmt der USB-Stick. Dann können wir das doch gleich mit verbinden, indem wir dann auch die Magnum gleich holen. Sonst noch irgendwas? Nee, damit machen wir die Waffe nur größer und ich krieg einen Dreierschuss, den ich überhaupt nicht haben will. Okay. Karo-Schlüssel, wo war der denn eigentlich nochmal? Irgendwo habe ich vergessen, den zu benutzen. Ich glaube im Keller. Also bei dem Autos, bei der Garage. Da kommen wir sowieso noch mal lang.
Spätestens wenn wir das zweite Elektroteil haben. Okay, holen wir uns jetzt erstmal den Wagenheber. Und das Stars-Büro. Das Stars-Büro war oben. Aber der Aktenraum war hier unten. Habe ich den Licker eigentlich getötet? Also hier schon mal nicht. Okay, ich glaube, ich mach den platt. Hello? Der triggert Mr. X. Wo ist der? Du denn nicht eigentlich hier durch die Tür sofort durchkommen? Das hört sich an, als wenn er immer wieder durch dieselbe Tür läuft. Was hätte denn Sprung in der Schüssel? Der hat einen Sprung in der Schüssel. Der wusste, glaube ich, nicht wo lang, oder? Ich glaube, der wollte durch die Herztür, kann das sein? Aber der war doch zu. Der durfte da doch gar nicht lang. Die Herztür ist doch zu. Du darfst doch da gar nicht lang. Was ist denn hier los? Volle Hütte hier. Noch ein zweiter? What the heck? Was? Ja, ich war eigentlich schon durch, ne, würde ich sagen. Also, da bin ich immer noch durch. Yeah. Bin irgendwie falsch gelaufen. Ich hätte nicht nach oben springen dürfen. Komm jetzt hier runter. Gehen wir hier lang. Alter, ist doch gut da oben. So langsam mal fertig, ey. Die nicht aufhören, ja? Ja, ich weiß, dass du da noch bist. Bei Claire habe ich dich getötet. Hier habe ich dich am Leben gelassen.
Magnum. Drei Schuss. Nicht mal ein volles Magazin, ey. Globsilit. Nicht mal ein volles Magazin. Was ist denn das hier für ein Saftladen, ey? Was ist das denn für ein Saftladen? Nicht mal ein volles Magazin. Ich weiß nicht. Okay, wo wir jetzt lang müssen, ist klar. Wenn das schon offen ist, habe ich hier natürlich schon den Schlüssel benutzt. Ist ja logisch. Hier wollte ich eigentlich reingehen. Ich wollte gar nicht nach oben. Warum bin ich überhaupt nach oben? Marvin schläft noch. Okay. Den muss ich unbedingt loswerden. Und der war da. Mach ich da schnell oder was? Ich würde sagen, das mache ich auf dem Rückweg. Dass ich den jetzt erstmal einlagere und dann auf dem Rückweg den benutze. Und so haben wir ja wieder alles doppelt gemoppelt. Wie fandet ihr die zwei Clips, die ich im Discord gepostet habe? Meint ihr okay? Manchmal denke ich dran. Manchmal nicht. Ja, beim Headbutt war, glaube ich, der Mike live dabei und bei dem anderen habe ich mich erschrocken, weil ich den nicht gesehen habe. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man sogar, wie ich zusammengezuckt bin. Aber ich habe das ja natürlich professionell überspielt, als wäre nichts passiert. Ne, der Headbutt vom Hirsch. Weißt du nicht mehr? Hast mich sogar noch ausgelacht dafür. Genau. Aber sicher doch. Hope I don't have to write a report on this.
Schrotflintenmuni. Hört sich an, als wäre hier oben irgendwo. Der wartet nur darauf, dass ich rausgehe. Der ist unter mir, ne? Schöner Crit. Okay. Das heißt, wir können jetzt mit den Elektroteilen nach unten, richtig? Ha. Perfekt. Das heißt, wir müssen über die Feuerleiter nach unten, richtig? Richtig, okay. Treppe runter, dann zur Feuerleiter. Durch den Raum der Wache, alles klar. Okay, der ist mit sich selber beschäftigt, sehr gut. Gut, das kann jetzt mal rein, das kann jetzt mal rein. Aufstocken und voll machen. Habe ich denn noch andere Munition? Nein, ist aber auch nicht so schlimm. Den Schlüssel nehmen wir mit, ne? Die zwei Flashgranaten müssen jetzt erstmal reichen. Habe ich noch ein Spray? Gott sei Dank, gucken wir mal. Nein, kein Spray. Okay. Er gibt kombiniert mit Schießpulver Flintenmunition oder MG-Munition. MG? Achso, Mac. Mac-Munition. So wollte ich das haben. Nur bei den Health bin ich mir noch nicht so sicher, ob das... ich glaube, ich nehme noch ein zweites mit. Das ist so ein Doppelpaket hier. Drei Slots reicht. Wie schlecht aus. Ne, die werden ja noch frei wieder. Drei Slots bis dahin, aus dem Mittel kommt der Schlüssel dann noch mal weg. Immer diese Groupies, ey.
Son of a bitch. Oh, laut sagen. Wie die ausreden, nur spinnen die oder was? Das ist immer noch nicht genug. You bastard. Jetzt holt er auch noch seinen Opa. Fuck. Die Tür mich einfach wegdrückt, ey. Darfst du nicht stehen? Hallo, Tür. Son of a bitch. Ich jetzt sehe. Kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Sollte es aber nicht. Wie konnte ich diesen Raum übersehen? Jetzt mal ernsthaft. Austauschen, ach ja. Diesmal bleiben sie aber tot, oder? God damn it. Das ist der Locker Room, ne? Locker. Ja, ja, der spinnt in 3F. Die haben wir schon vor Wochen geknappt. Da wollte ich hin. Alles klar, bis gleich. Ja, müssen wir nochmal durch den Zwinger. Und das, was ich eigentlich nicht machen wollte. Shit. Eine hätte gereicht. Der ist doch gestorben. Was zum Teufel liegt hier noch rum? Du? Du liegst hier noch rum?
Oh my God. Erwischt. Schön, wenn wir zugedeckt. Ja, hat er keine Muni mehr, also. Und Schrotflinte wollte ich nicht benutzen. War mir zu teuer. Was haben wir denn jetzt noch? Die Magnum? Da muss es sie erstmal sein. Ja, wie gesagt, also der Spind in 3F, den haben wir ja schon geknackt. Das ist ja dasselbe Passwort wie bei Claire gewesen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Okay, also die beiden brauchst du hier überhaupt nicht. Die beiden. Wir brauchen den. Also erstmal brauchen wir den, der ist schon mal ganz wichtig. Dann brauchen wir den. Dann brauchen wir den. Den brauchen wir.
Ach du Scheiße. Erste Hilfe Spray. Okay. What are they after? That's not good. Give me a break. Immerhin hat er mich rausgekickt. Wir haben keine Flash dabei, ne? Vorhin hatten wir noch zwei Flashes. Schön von hinten. Nice. Kamera. Okay. Lauf. Warum läuft er denn nicht? Sandwich! Lecker, lecker, lecker! Nice. Machen wir gleich nochmal mit einem niedrigeren DA-Wert. Habe ich am wenigsten Probleme mit. Oh, um ganz sicher zu gehen. Hier ist gar nichts mehr. Okay. Hab's ja nicht mal geschafft, da reinzurennen. Na gut. Was macht ihr hier? Geht mal weg. Drauf. So wie du es in den anderen Spielen immer gemacht hast. Weiter. Der war doch gerade noch hinter mir. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Synth.
oder? Yeah. This is getting old. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You gotta be kidding me. Nothing dies down here. I take it you have the key card. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Darf ich die auch selber rummachen? Ja. Nice. Is that the intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. Warte mal, wo ist denn hier eigentlich hier, Ist hier nicht normalerweise so eine Baustelle, die so brennen sollte? Also im anderen Spiel ist da eine Baustelle, die abwackelt. Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. Kendo. What a mess. Ja. Machen wir gleich einen Zwei-Slot da draus, wa? Genau. Aber jetzt hat sie wenigstens mehr Bums. Chill, Valentine. I'm not gonna hurt you. I said, don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. Like hell you are. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? My fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy? Yeah, Daddy's here. Come here. Okay. Those fucking things outside. They did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay? And I'm gonna
put you to bed too, okay? Emma. Für dich, ja? Naja, ich weiß ja nicht. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Whatever it takes. Was vergessen? Nein, gut. Heard of the Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. Sicher, Leon? And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Schuss kann ich jetzt reinladen. This is how we get to Annette. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. Das ist sehr appetitlich. Scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Jesus! That's Craig! I sure as hell hope so. Earthquake! Also, Erdbeben! What the hell? Erdbeben! Mensch, Leon, bleib doch nicht überall hängen mit deiner Riesenbirne. Was ist denn los, Mensch? Mathilda, Mathilda. Du kommst wieder mit. Ich bin noch im Dings hier drin. Haben wir noch Granaten? Ja, zwei Stück. Würde ich eigentlich am liebsten noch aufheben. Und deswegen kommen die weg. Los. Ich glaube, unterwegs kriegen wir hier nochmal welche. Granaten.
again? It's not too late to turn back, Leon. No chance. You're stuck with me to the end. Ugh. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Oh, wir wollen das rechts, links, Mitte? Daneben. Oh, fest getroffen. Run, Leon, run! Chew on that, you overgrown son of a bitch. Language. Wo hat sie eigentlich den Weg jetzt hergefunden? Da war doch gar kein anderer Weg. Leon, up here. Oder? What the hell was? Just get up here. Wie bist du hierher gekommen? Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Schon wieder HP verloren? Läuft ja noch gekrümmter als vorher. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Definitely William's handiwork. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-virus. Huh. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Ah! Ada! Forget the G-virus! Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. Oh, it is so sexy. I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. You can run, Annette. But you can't hide. Lol, hat die denselben Spruch wie Lady Dimitrescu?
You can run, but you can't hide. Lol. Nicht jetzt. Vor allen Dingen, hast du gerade in der Katze gesehen, dass sie ihre Augen geschminkt hat? Das ist ein wunderschöner Kerl. Weil die war doch vorher ungeschminkt, wo sie die ganze Zeit die Sonnenbrille auf hatte. It's secret weapon time. Candy from a baby. Zwei und vier, okay. Hatte sie keine anderen Klamotten? Nee, die hatte diesen Trenchcoat und darunter hatte sie das Kleid. Weil laut der Story war sie doch irgendwie auf einem Ball oder sowas vorher, ne? Oder auf irgendeiner Veranstaltung oder so. Und dann ist ja dieser Ausbruch passiert und dann musste sie dann halt mit dem Equip, was sie dabei hatte, also das Kleid und die anderen Sachen, musste sie dann dahin. Keine Zeit, sich umzuziehen. Ja, ist halt ein Mantel. Was erwartest du denn jetzt? Das ist falsche Seite. Nice. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Da ist noch ein Zombie. Jetzt sieht er aus. Holy cow. Eine Granate. Ja, wirklich, oder? Lol. Das ist ja wie beim Dreier, ne? Da ist das ja mit Jill genauso. Kann ja auch so kurz so machen und schon greifen die Zombies an einer ganz anderen Stelle an. Das funktioniert ja hier genauso. Got you. Always been good at running, Annette. I'll give you that. Wie war das hier? Persistent bastard, aren't you? Der will was von mir. Das ist nicht gut. Ja.
Oh shit, ich muss nochmal umstellen, wa? Hier. Ich will aber nur auf der anderen Seite oder was? Kein Strom. Komisch aussehen.